Hier ist der Max Stemshorn vom Ulmer Team der Stemshorn Architekten. Ich freue mich, dass wir mit euch zusammenarbeiten dürfen. Wir freuen uns, dass Sie auch einen Entwurf machen dürfen und den wir zusammen diskutieren können. Ich habe hier einen schönen Zeigestock da, einen großen Bleistift, mit dem ich euch jetzt durch die Pläne leiten werde. Hier oben sehen wir die Ansicht des Gebäudes. Wir wollten keine Schule machen und wir wollten kein Einfamilienhaus machen, sondern wir wollten was anderes machen. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir ein grünes Z machen. Hier sehen wir den Lageplan unten, ein grünes Z. Hier vorne ist der Eingangsbereich an der Straße und hinten ist der Hof, der sich zur Bahnlinie öffnet. Und wenn man jetzt hier hineingeht, gehen wir hier mal in den Grundriss im Erdgeschoss, ist uns ganz wichtig, dass wir hier Sitzstufen haben, dass man sich hier treffen kann, dass man Kontakt aufnehmen kann, ohne gleich reingehen zu müssen. Wenn wir hineingehen, haben wir hier eine zentrale Halle, die sich nach rechts öffnet in das Café und nach links öffnet in den großen Multifunktionsraum, den man ja unterteilen kann. Und diese Halle ist das Herzstück unseres Hauses, die ist nämlich zweigeschossig. Hier sehen wir einen Blick vom Multifunktionsraum rüber zum Café. Der Multifunktionsraum ist etwas höher, deswegen ist da auch der Boden etwas tiefer und so entstehen hier sehr schöne Stufen, auf die man sich hinsetzen kann. Hier oben dann in der Galerie gibt es oben dann weitere Räume, Jugendräume, Verwaltungsräume, auch ein paar Klos sind da oben. Und als besonders Schmankerl, es gibt einen Zugang hier oben zu einer großen Dachterrasse, die überdacht ist und die uns einlädt für irgendwelche Aktionen, welche Art auch immer. Ja, wir sind gespannt, was ihr uns erzählt. Wir sind gespannt auf eure Ideen, wir sind gespannt auf eure Anregungen und ich freue mich, was ich von euch hören werde.